Wer sich an einem der vielen grauen Tage durch die Straßen Münsters bewegt und erste Regentropfen auf der Stirn auftreffen spürt, der sagt sich, ja, entweder es regnet in Münster oder die Kirchenglocken läuten und wenn beides zusammenkommt, dann ist Sonntag. Und dann schmunzeln alle Beteiligten über diese merkwürdige Stadt, in der brave Christen so viel Regen zu erdulden haben. Nur so ist es nicht. Beim genauen Hinschauen fällt nämlich auf, dass Regentag nicht gleich Regen ist. Die Statistik zeigt nämlich, obwohl die Zahl der Regentage in Münster relativ hoch liegt, gibt es hier sogar weniger Niederschlag als im Bundesdurchschnitt. Und warum regnet es dann angeblich so viel in Münster? Ganz einfach. Krieg. Im 17. Jahrhundert lag halb Europa im 30-jährigen Krieg miteinander und um diesen Krieg zu beenden, kamen Gesandte von allen Konfliktparteien zu Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück zusammen, die zum Westfälischen Frieden 1648 führten. So schickte Papst Innozenz X. einen Mann namens Fabio Chigi nach Münster, der später selbst Papst werden sollte, was aber eine andere Geschichte ist. Chigi gefiel es in Münster nicht besonders und so schrieb er während seines Aufenthalts: Heimat des Regens, so will ich dich, Mimigarda, benennen, dich, die Krone westfälischen Landes. Ich bitte, verzeihe mir, denn ich will dich nicht schmähen. 6 Jahre sind es nun, dass ich hier bin, aber ich sah dich nicht anders als triefend vor ständigem Regen. Ganz sicher ist es zwar nicht, aber Historiker nehmen an, dass der Mythos vom regenreichen Münster auf diese Zeilen zurückgeht und sich dadurch bis heute durchzieht. Bleibt noch die Frage, wo kommt der Spruch mit den Glocken her? Ganz sicher ist auch das nicht, aber man nimmt an, dass er in abgewandelter Form erstmals 1966 auftauchte, und zwar in Ulrich Schamonis Film Alle Jahre wieder, der in Münster spielt. So heißt es in diesem Film: Entweder regnet's hier, oder die Glocken läuten, oder es wird mal wieder eine Kneipe eröffnet. Dass dieses Sprichwort allerdings nicht der Wahrheit entspricht, liegt neben den genannten Gründen natürlich auch daran, dass es hier selbstverständlich ständig regnet und gleichzeitig die Glocken läuten.